Es gibt geheime Akten von Amerika, China und Russland. Es sind ungefähr 77 Millionen. Unvorstellbar. Und diese geschützten Akten, das sind alles Dinge, die die Öffentlichkeit nicht erfahren soll. Ich werde heute einige mit euch entdecken, aufdecken. Und es ist total interessant, denn es wird uns Klarheit darüber verschaffen, was mit uns geschieht, was mit unserer Zukunft geschieht. Steht denn uns jetzt für 2023 ein Atomkrieg bevor? Wie würde sich das auswirken? Und letztendlich habe ich dazu eine so erfreuliche Nachricht, die muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Schön, dass du heute hier bist. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich habe dieses wunderschöne Buch geschrieben, Das kosmische Wissen von den Plejaden. Wer sich dafür interessiert, unter dem Video ist ein Link. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema. Für manche bestimmt ein bisschen spooky, aber es ist so viel Wahrheit und es ist eigentlich nur die Wahrheit in diesem Video, was ich dir erzählen werde von diesen 77 Millionen versteckten Akten, geheimen Dokumenten unserer Großmächte Amerika, Russland und China. Das verstecken die für uns, weil sie vielleicht Angst haben, wenn wir das wissen würden, dass sie dann ihre Macht verlieren auf der Erde. Möglicherweise. Also, ihr könnt mir ja eure Ideen dazu unter das Video nachher schreiben. Von allem, was ich spreche, gibt es Beweise. Und ihr findet auch noch wenn ihr die Tageszeitungen lest oder wenn ihr auf YouTube schaut oder sonst wo, werdet ihr immer mehr und das schon seit einigen Jahren Berichte finden, wo auch die NASA zugibt, dass es also UFOs gibt, dass es Außerirdische gibt. Da ist jetzt schon ein bisschen lichter geworden. Aber ihr Lieben, warum ist es denn so, dass kein Mensch daran glaubt? Und ich erzähle erstmal jetzt so ein bisschen außen herum und dann kommen wir natürlich zu dem Thema Atomwaffen und Atomkrieg, weil es haben ja einige gefragt von euch, wird es nächstes Jahr zu einem Atomkrieg, also zu unserem dritten Weltkrieg kommen? Und diese Angst, die steckt in den Gliedern der Menschen, weil sie ja auch von den Medien gefördert wird. Aber ich habe richtig gute Nachrichten, wie wir gut durch diese Zeit hindurchkommen und dass wir auch Hilfe bekommen. Und ich erzähle aber jetzt erst noch mal kurz davon, warum viele Menschen nicht an die Außerirdischen glauben. Das ist nämlich eine Mengenmanipulation, eine Massenmanipulation, die von der USA ausgeht schon über 100 Jahre, indem man immer wieder UFOs bestreitet, immer wieder sagt, das ist nicht wahr, das stimmt nicht und also die Menschen, die das glauben, sind verwirrt und also es wurde immer negiert, wenn so etwas passiert ist. Und die Menschen, die es selbst gesehen haben, so ein UFO oder auch Außerirdische, die wurden dermaßen unter Druck gesetzt, dass sie ja nichts davon erzählen, sonst würde man ihr Leben, ihre Karriere zerstören. Und diese Menschen wurden also in Angst gehalten und haben dann auch die meisten nichts gesagt, einige gab es schon. Und so sickerte nach und nach immer mehr an die Öffentlichkeit. Und die Menschen, die also unter dieses Video vielleicht nachher in den Texten schreiben, dass das alles Spinnerei ist, befinden sich einfach noch in dieser Beeinflussung von dieser Massenmanipulation. Auch die werden mit der Zeit aufwachen. Das ist sicher. Vor allen Dingen nächstes Jahr wurde gesagt, wäre das Jahr des großen Erwachens. Aber das habe ich schon im anderen Video erzählt. Also die CIA oder die USA, die haben ganz bewusst falsche Nachrichten gesendet, um die Menschen zu verängstigen, um den Menschen zu sagen, das ist alles nicht wahr, das ist Humbug und wir haben uns getäuscht, es war was ganz anderes. Solche Dinge findet man sehr oft. Es gibt im Vatikan, in der geheimen Bibliothek Unterlagen über solche Ereignisse mit Außerirdischen. Es gibt
diese geheimen Abkommen auch unter den Ländern, dass sie all diese Dinge unter Verschluss halten. Und zum Beispiel ein Ereignis, das war in Melbourne in den USA 1966, da war über einer Schule ein ganz großes UFO und zwei kleinere sind dem gefolgt. Und alle haben es gesehen, die ganzen Schüler, tausende von Schülern und die Lehrer. Und danach kamen Männer von der Regierung und haben verboten, dass man darüber spricht. Und man hat die Fotos und alles, was da an Beweisen war, an sich genommen und vernichtet oder in die Akten vielmehr gelegt. Also einfach nur ein Beispiel, diese Unterlagen findet ihr, wenn ihr danach googelt, Melbourne 1966. Man versuchte also die Menschen zum Schweigen zu bringen und man hat alles verschleiert. Dann gibt es ja auch noch diese Technik, die wir nutzen, unsere Handys. Gibt es ungefähr seit 30, 35 Jahren oder so gibt es die Handys, glaube ich. Und vorher hatten wir ganz, also hatten wir vielleicht ein Telefon. Also diese Entwicklung, die sich jetzt in diesen 30, 35 Jahren über die technischen Geräte, über das Internet, alles, was sich da eröffnet hat, das kommt nicht von uns Menschen. Das sind Techniken, die unsere Entwicklung um das 400-fache verstärkt haben. Denn manche Luftschiffe sind auf der Erde gestrandet. Und dann hat man die untersucht und hat deren Techniken untersucht. Man hat viel natürlich nicht verstanden. Aber das, was man verstanden hat, hat man genutzt. Und dadurch ist jetzt zum Beispiel diese Geschichte mit dem Internet, mit den Handys und mit den ganzen Dingen, die noch kommen, alles hängt damit zusammen. Es gibt auch viele geheime Untersuchungen über die freie Energie, die aber nicht freigegeben wird, weil wir uns jetzt erstmal mit den hohen Strompreisen und so weiter das Geld ausgeben sollen. Ja, es hat alles hier im Moment noch in dem 3D auf der Erde damit zu tun, dass Machthaber sich am Geld bedienen und uns ausnutzen wollen. Hoffentlich wird das Video jetzt deswegen nicht gesperrt. Ah, naja, gut, aber okay, ihr wisst, wie ich das meine. Es gibt ein Blue Book, wo auch alles drin steht. Das ist auch etwas Geheimes. Und es gibt sogar Aufzeichnungen, dass in der Armee, in dem amerikanischen Militär, in den gehobenen Stellungen, Wesen sind, die keine Menschen waren. Da gibt es Unterlagen darüber. Die findet man in diesen 77 Millionen streng gehüteter Dokumente. Steht das drin. Und es gibt eine Begegnung, die ist auch dokumentiert mit den Venusianern. Jetzt kommen wir so langsam in die Richtung, wo ich gerne rein will, denn ich habe für euch die Galaktische Föderation gechannelt. Die werdet ihr am Ende des Videos hören und sie werden uns genau berichten, was sie tun werden, falls es hier zu einem Atomkrieg kommen soll. Und die Venusianer, die waren schon einmal auf der Erde und haben Atomwaffen entschärft. Die konnte man danach nicht mehr benutzen. Und sie haben auch gesagt, sie beobachten die Stätten, wo Atomwaffen gelagert werden, wo diese Raketen sind auf der Erde, auf der gesamten Erde überwachen sie sehr genau. Und wir können vertrauen, sagen sie. Sie beobachten das und schützen uns. Letztendlich. Sie sagen, was wir schon einmal getan haben, werden wir wieder tun. Ihr werdet das alles ganz genau in der Botschaft gleich hören. Es gab auch noch mal am 4.10.1982 in der Ukraine in Usowo einen ganz schlimmen Zwischenfall eigentlich, der uns fast in den Dritten Weltkrieg hineingebracht hätte. Und der wurde ebenfalls verhindert durch unsere Sternenfreunde, auch das ist dokumentiert in diesen 77 Millionen streng geheimen Akten. Das ist dort dokumentiert. Und zwar haben diese Raketen damals drei Stufen gehabt
Und die dritte Stufe wurde von den Lichtschiffen, die da ankamen, mit einem Strahl, Energiestrahl gelöscht. Die waren danach nicht mehr funktionsfähig. Und das war eine Botschaft der Sternenwesen an die Menschheit, an die gesamte Menschheit, die besagt, wir haben viel mehr Wissen und Kraft und Technik. Wir können alles sofort lahmlegen und in unsere Hände legen. Sobald ihr einen Atomkrieg plant, werden wir dies verhindern. So war die Botschaft damals. Die konnten auf der Erde keine Apparate mehr, keine Knöpfe, es hat alles nicht funktioniert. Es war alles außer Kraft gesetzt, weil die Außerirdischen das unter Kontrolle hatten. Und das ist dokumentiert in diesen 77 Millionen streng geheimen Papieren, die aber ans Licht gekommen sind, diese Meldung. Also das heißt, dass wir beschützt sind. Und was genau alles noch jetzt da dazugehört, werdet ihr gleich in der Botschaft erfahren. Die ist so wichtig. Das heißt also im Ernstfall besteht die Möglichkeit und die Hoffnung, dass es nicht so weit kommen wird. Und es gibt auch Lichtschiffe, die unter dem Wasser sind und dort die unsere Boote außer Kraft setzen können. Es gibt, die haben, also diese Außerirdischen, unsere lieben Sternenfreunde, die haben so viel hochentwickelte Technik. Sie sind überall und sie werden uns helfen. Sie werden uns helfen, das wurde gesagt. Sie haben es schon einmal getan und sie werden es wieder tun. Und jetzt kommt das Wichtigste. Jetzt kommt das Allerwichtigste, was ihr alle unbedingt wissen müsst. Sie sagen, und das habe ich auch in meinem Andromeda-Buch geschrieben, das kommt im Februar raus, dieses Buch. Darum geht es, dass wir über unser interstellares Bewusstsein, diese Bewusstseinserweiterung, dass wir dadurch in der Quantenverschränkung das Wissen bekommen. Über alles, was jetzt geheim gehalten ist, über alles, was die Lichtgeschwister uns mitteilen wollen, das wird jeder Bürger auf der Erde die Möglichkeit haben, Botschaften und Kontakt aufzunehmen, Botschaft zu bekommen und Kontakt mit den Lichtwesen aufzunehmen. Wir sollen uns dieser Technik bedienen. Es ist ganz wichtig, sagen sie, weil selbst die Andromedaner arbeiten mit diesen Techniken, denen ihre Technologie und alles hat die Basis in der Quantenverschränkung. Und wir sind ja auch gerade dabei, bei Smarana Webinare zu geben, um dieses Wissen auf die Erde zu bringen, um es zu vergrößern, um den Menschen es möglich zu machen, daran teilzunehmen. Ihr findet unter dem Video den Link zum Webinar und ihr findet auch einen Link für ein kostenloses kleines Webinar, wo ihr da schon mal rein spüren könnt, wo ihr da schon eure ersten Erfahrungen damit machen könnt. Und sie haben mir gesagt, es wäre so, so wichtig. Ich soll euch das unbedingt sagen, ihr Lieben. Und das alles hat mich sehr beruhigt, hat mich wirklich sehr beruhigt, denn wir sind ja auf dem Weg in die fünfte Dimension. Wir sind ja in dieser Zeit der Wandlung und es ist nicht alles umsonst. Es geht weiter. Wir dürfen hoffen und uns unterstützen lassen vom Licht. Alle sind da und helfen. Und es ist so schön, dass ich das heute sagen darf. Und ihr Lieben, teilt mein Video, liked es, gebt es weiter, damit ganz viele Menschen davon erfahren. Und jetzt werden wir gleich die Botschaft hören. Ich sprühe mich vorher ein mit dem Auraspray der sieben Schwestern. Es riecht so gut und hebt meine Energie gleich an. Ich komme sofort in Kontakt. Und wir werden jetzt die Botschaft der Galaktischen Föderation hören. Und ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Smarana.
Geliebte Menschen der Erde, wir senden euch das Licht des Friedens und begrüßen euch voller Liebe. Immer wieder freuen wir uns, für euch da zu sein und euch die neuesten Botschaften zu überbringen. Wir wissen, dass ihr euch gerade in der Zeit des Umbruchs befindet und sich vieles verändert. Alte Wege sind nicht mehr haltbar und neue Wege werden sich finden. Die Zeit der großen Wandlung ist im Gange. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass ihr diese Zeit gut durchsteht und die neue Erde sich manifestiert, auf welcher sich Frieden und Fülle für alle befindet. Wir stehen für euch bereit, um das Universum zu schützen und Frieden zu garantieren. Gemeinsam mit euch können wir dies schaffen. Der Frieden liegt in unseren Händen. Wir wissen, dass ihr wundervolle Lichtmenschen seid, die extra für diese Zeit inkarniert sind, und wir ehren euch dafür. Die Zeit des Umbruchs ist eine sehr große Aufgabe und nur die stärksten Seelen haben sich entschlossen, in dieser Zeit zu inkarnieren. Und da gehörst du auch dazu. Wir achten euch sehr und nur die stärksten Seelen haben sich entschlossen, in dieser Zeit zu inkarnieren. Und da gehörst auch du dazu. Wir achten euch sehr und bewundern eure Kraft. Ihr seid wundervolle Wesen, kraftvoll und stark. In dieser Botschaft möchten wir mit euch über die Atomwaffen und eure Regierungen sprechen. Wir möchten euch ermutigen, nach Frieden zu streben. Euer wunderschöner Planet Erde darf nicht zerstört werden. Wir sind bereit, uns jederzeit für den Frieden einzusetzen und werden alles tun, um einen Atomkrieg zu verhindern. Wir haben dies schon einmal getan und würden es wieder tun. Damals haben die Sternenfreunde von der Venus geholfen und sie sind bereit. Die Venusianer sind auf unseren Lichtschiffen und beraten uns. Sie kennen die Technik eurer Waffen sehr genau und können wunderbar helfen. Das Universum ist ein Raum voller Liebe und Frieden und so soll es bleiben. Ein Atomkrieg auf der Erde würde das komplette Gleichgewicht des Universums gefährden. Friede wird nur möglich sein, wenn eure Machthaber zur Vernunft kommen und einen Kompromiss für alle finden. Wir glauben an eure Fähigkeit, den Frieden zu sichern, denn wir kennen eure Schöpferkraft und wir kennen euer Licht. Wir kennen eure Kraft und wir wissen, dass ihr alle zusammen sehr viel erreichen könnt. Nutzt die Manifestationskraft der Quantenfelder aus den göttlichen Gedankenfeldern. Mit dieser Kraft könnt ihr alles sehr schnell verändern und Frieden erreichen und sogar die fünfte Dimension erreichen. Wir beobachten das Verhalten eurer Regierungen sehr genau und können sicher einschätzen, was sie planen. Sobald sie sich entschließen, Atomwaffen einzusetzen, werden wir dies wissen. Aus diesem Grunde sind wir bereit,
im schlimmsten Fall einzugreifen und alles zu stoppen. Wir beobachten, wachen und sind bereit, euch zu helfen. Wir können die Gedankenenergien eurer Machthaber lesen und wissen, wenn sie etwas planen, was uns alle gefährden würde. Wir sind da, die Ordnung im Universum zu sichern. Unsere Lichtschiffe stehen bereit, für jeden Moment loszufliegen und die technischen Geräte der Atomwaffen unwirksam zu machen. Wir befinden uns in der Nähe, wo die Atomwaffen gelagert werden und werden unsere Kontrollflüge verstärken, wenn es nötig ist. Ihr werdet davon in euren Medien erfahren, wenn wir unterwegs sind, denn sie werden uns sichten und berichten. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass der Planet Erde geschützt wird und er ein Ort des Friedens ist. Gemeinsam schaffen wir es, einen eventuellen Atomkrieg zu verhindern und die Erde vor Zerstörung zu bewahren. Wir sind für euch alle da, um Frieden in das Universum zu bringen. Lasst uns gemeinsam an diesem Projekt arbeiten, damit alle Menschen auf der Erde in Sicherheit leben können. Was ihr jetzt unbedingt tun solltet, ist, eure Gedanken auf Frieden und Harmonie zu richten, damit ihr euren Teil der Aufgabe erfüllt. Kommt zusammen und manifestiert den Frieden aus eurem Herzen heraus. Lasst euch nicht von anderen Menschen verängstigen, sondern bleibt in eurer Mitte und somit in eurer Kraft. Wir wissen, dass ihr alles schaffen könnt. Und gemeinsam seid ihr stärker als jede Atomwaffe. Gemeinsam mit uns können wir den Frieden bewahren und eine neue Welt schaffen. Diese neue Welt wird für alle Sternenwesen und für das gesamte Universum gut sein, denn wir sind alle miteinander verbunden und ein Teil des Großen und Ganzen. Es ist an der Zeit, dass ihr, die Menschen dieser Erde, aufwacht und euch zusammenschließt. Werdet aktiv und haltet das Licht. Wir sind da und werden jederzeit helfen. So wie wir damals den Atomkrieg verhindert haben, so können wir es auch heute wieder tun. Lasst uns unsere Kräfte vereinen und für Frieden beten. Dank der Mitglieder der Galaktischen Föderation stehen wir vor einer neuen Ära des Friedens. Wir sind davon überzeugt, dass wir es schaffen können. Lasst uns also handeln und den Frieden bewahren. Gemeinsam sind wir für ewig vereint, für das Universum, für den Frieden. Und so danken wir dir für deine Aufmerksamkeit und senden das Licht des Friedens zu dir und verabschieden uns nun von dir. Und du kommst mit deiner Aufmerksamkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück, bist vollkommen da. Diese Botschaft ist so aufbauend und sie ist so hoffnungsbringend. Und so unterstützend, und ich wünsche mir, dass ihr dieses Video teilt, damit noch viel mehr Menschen davon erfahren können, was hier vor sich geht und wie wir doch geholfen bekommen. Bitte liked mein Video und abonniert meinen Kanal, sofern ihr dies noch nicht getan habt. Wir sehen uns zum nächsten Video. Alles Liebe!